So, liebe Freunde, wie versprochen, jetzt los mit den Bemale-Videos. Was habe ich jetzt tatsächlich noch zum Bemalen? Und zwar habe ich viermal den Bolter, Infernum-Bolter. Dann habe ich noch zweimal die Schrapnellkanone. Ach, die habe ich noch nicht geklebt, weil das erst bemalen wäre. Dann habe ich zweimal in Stocker Bolter, wobei das aber auch nur relativ ist, weil das ist ja normaler Bolter in Wirklichkeit. Dann zwei Schild Dudes, dann zwei normale Boltertypen, dann ein Black Shield, ein Hammertyp, einmal Flammenwerfer, ein Vanguard, zweimal Terminatoren und das Bike. Ich habe jetzt heute spekuliert, wie ich das am gescheitsten mit dem Malen mache, und ich habe euch das in meinem Video, falls ihr das angeschaut habt, gesagt, was ich jetzt dann zuerst machen werde. Ich habe mir jetzt aber noch reifliche Überlegungen dazu entschieden, dass ich tatsächlich alles gleichzeitig machen werde, nach meiner altbekannten Fließband-Variante, sprich alles airbrushen, dann alles grundieren und alles dann Farb für Farb aufbringen. Einfach, es geht einfach schneller und ja, ich brauche nicht 100 mal Farben mischen, 100 mal airbrushen und so weiter und so fort. Gut, das heißt, ich mache jetzt alles gleichzeitig. Bei Durchsicht von meinen Modellen bin ich drauf gekommen, dass ich nur den Black Shield und den einen von den Flammenwerfer-Typen, die kriegen von mir, die brauchen noch Rot, also den Rot, die brauchen noch das Rot für den Umhang. Dann habe ich nachgeschaut, es ist noch nur mehr das Modell vom Watch Captain aus der Dead Mask Box mit einem Umhang außerdem, und mein Librarian in Thermi-Rüstung, der braucht auch noch Rot. Das heißt, ich werde jetzt die Modelle quasi mit airbrushen, einfach, dass es getan ist. Ansonsten die male ich aber nicht mit an, also das male ich nicht extra, aber ich werde einfach alles airbrushen, was ich noch so umliegen habe. Ich habe noch ein paar Modelle da, dass die fertig sind. Was ich aber machen werde, weil ich darauf hingewiesen worden bin, ist, ich werde euch nicht sagen, wie ich die Dinger airbrush. Zu resumen, ich werde euch nicht sagen, wie die Dinger airbrush, weil mir ist gesagt worden, dass das doch ziemlich langweilig ist, mir da dauernd beim Airbrushen zuschauen. Und deswegen lasse ich das diesmal weg. Falls es einer sehen will, bitte klickt auf einen Link von den vorherigen Videos. Da hat so ziemlich jedes von den HQ-Modellen einen roten Mantel oder einen roten Umhang oder eine rote Schärpe oder irgendwas in Rot, was ich in Rot geairbrushed habe. Bitte schaut euch das einfach an. Dann gibt es normalerweise keine Sachen, die unverständlich sind. Gut, in diesem Sinne, jetzt werde ich mal da alles zum Airbrushen und alles zum Vorbereiten, zum Malen, und dann komme ich wieder mit, wenn es zum Bemalen geht, also Farbe für Farbe. Alles klar, gehen wir's an. So, la. Tatsächlich, es ist soweit, die Airbrush-Sachen sind fertig, also ich habe jetzt das Rot gebrusht, dann die Energiewaffen bzw. die Schwerter und die Psi-Waffen vom Librarian. Und jetzt dann gehen wir ans lustige Malen. Ich zoome mal kurz weg, das ist ziemlich einiges, was da auf mich zukommt. Und ich mache jetzt natürlich wieder nach meinem üblichen Prinzip eine Farbe nach der anderen. Und sage ich dann immer so anhand von ein paar Modelle und von ein paar Zwischenmomenten, wie weit ich bin und wie es ausschaut mit der ganzen Armee-Partie, die da umeinander steht. Gut, dann, wozu ich mich einschlossen habe, ist, ich werde zuerst. Oh Maria. Ich werde zuerst die Armeen an und für sich fertig machen, die Modelle fertig machen und dann erst die ganzen Waffenoptionen und ja,
Gut, dann machen wir jetzt einmal die Modelle. Fangen wir mal an mit dem Rot, weil mit dem habe ich jetzt quasi schon angefangen und dann zeigen wir uns gleich wieder. So, da das Rot ist drauf. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, nur ein paar Details rot zu machen, so wie da zum Beispiel beim Flammenwerfer etwas, dann die Poltergehäuse, was jetzt quasi schon zum Mitmalen sind. Dann da vorne ein paar Teile an der Rüstung, da am Sprungmodul ein bisschen was. Also in Wirklichkeit nur die Augen und wie gesagt ein paar kleine Details. Als nächstes, was mache ich für Farbe als nächstes? Da sehe ich gerade, ich hab etwas vergessen und zwar die Bürste vom Helm. Gut. Wurscht, was machen wir als nächstes? Als nächstes würde ich sagen, machen wir die ganzen Siegel mit Sand. Es sind nicht wirklich viele Siegel, aber die machen wir. Und zeitgleich mache ich dann alles, was braun ist, also alles, was irgendwie Leder und so weiter ist. Passt, das machen wir jetzt einmal, also Sand und Braun und dann zeige ich euch wieder, wie weit ich bin. So, meine Herren und Damen natürlich auch. Jetzt habe ich mal, ich habe das Raycut Flash auch gleich mitgemalt. Jetzt kriegt das Ganze langsam aber sicher ein bisschen ein Bild. Da am Skriptor sieht man es ganz gut. Ich male ihn gleich mit. Klarerweise. Es kriegt jetzt alles langsam aber sicher ein bisschen ein Bild. Und na, wo ist er? Da ist er. Dann jetzt an, kommen die restlichen Non-Metal-Farben. Sprich die Gesichter in Cardian Fleshtone, dann was ist noch? Teilweise grau, so wie da der Bart, dann noch unter das Blau von die Schulterpanzer, das Grün von etwaige Lorbeerkränze beziehungsweise die Granaten. Also im Prinzip einfach die restlichen Non-Metal-Farben und sobald die restlichen Non-Metal-Farben drauf sind, zeige ich euch dann wieder einmal das Ergebnis anhand von, ich sage jetzt einmal, dem Modell da, weil der einfach komplett ist. Passt, dann machen wir jetzt das einmal und dann melde ich mich wieder. So, die Non-Metal-Farben sind fertig, zumindest glaube ich. Ich werde sicher noch ein paar Sachen finden, die ich übersehen habe. Ich nehme jetzt dann das Skriptor her als Beispiel, weil der einfach am meisten Non-Metal quasi drauf hat. Ich habe jetzt da das Blau wieder eingebracht bei ihm vom Skriptorium. Habe dann jetzt, wie gesagt, die ganzen Seals und so weiter fertig angemalt mit Rot. Das Buch mit Raycut Flash, also alle Schriftbanner mit Raycut Flash. Dann da die Lorbeerkränze mit Grün und alle Modelle. Da habe ich gerade gesehen, dass ich ein Purity Shield vergessen habe. Einmal, das mache ich gleich. Und jetzt starten wir dann mit den Metal-Farben. Ich mache wieder die Modelle zuerst. Quasi, ich mache jetzt einfach alles fertig und dann erst zum Schluss die Waffen, wie ich schon bereits erwähnt. Und jetzt starten werde ich mit Gold. Ich mache zuerst alle Gold-Details und sobald ich die ganzen Gold-Details fertig habe, zeige ich euch dann wieder das Ergebnis anhand vom Skriptor eben, weil der einfach am meisten verschiedene Formen drauf hat. Passt, dann machen wir jetzt einmal Gold. Gehen wir's an. So, das Gold ist fertig. War ein kleines Mammutprojekt, aber ich kann es immer nur wieder wiederholen, dieses Vallejo Liquid Gold und Liquid Silber und wie die Farben alle heißen, das ist so eine gigantisch geile Farbe, das ist einfach nur der komplette Wahnsinn. Und ja, der nächste Schritt ist dann das Silber. Und dann bin ich in Wirklichkeit also fertig mit den Farben. Dann machen wir jetzt einmal das Silber. Und ich werde dann gleich etwaige Fehler, die ich gemacht habe, ausbessern. Und dann, wenn das Silber fertig ist, vorm Shading, zeige ich euch natürlich das Ganze noch einmal.
Das Silber ist drauf und ja, das ist einfach so eine genial geile Farbe. Das bringt alles langsam zusammen. Jetzt zeige ich noch das andere Modell, was komplett ist. Das ist jetzt einfach schon richtig, richtig, richtig fertig oder so ziemlich wie. Und jetzt machen wir noch das Shading fertig und dann zeige ich euch mal die fertig geschäderten Dinger, also die zumindest die drei fertigen Modelle, wo die Hände schon dabei sind. Und ja, dann schauen wir weiter. So, Shading ist drauf. An die drei Modelle, die quasi fertig sind, sieht man das ganz schön. Jetzt der nächste Schritt ist jetzt noch ein bisschen Highlighting mit Necron Compound, so wie üblich. Und ja, dort und dort ein paar Fehler ausbessern, wo ich drüber geputzt habe. Das mache ich dann jetzt auch gleich. Was, sobald dann die Modelle fertig sind, zeige ich euch einmal die drei fertigen Modelle stellvertretend für die ganzen Bodies. Und ja, bis dorthin, bis gleich. So, tatsächlich ist es so, dass ich euch sogar vier fertige Modelle präsentieren kann. Ich starte gleich mal mit dem ersten. Ganz ein normaler Polter Dude. Gut, dann der zweite ist A. Der zweite normale Polter Dude, das ist der aus der Casius Box, wie man unschwer erkennen kann. So, dann der dritte ist der Captain aus der Artemis Box, den habe ich aber umgebaut zu einem normalen Marine. Natürlich, ich habe die Waffen alle magnetisiert, also ich kann das bei mir alles frei ändern. Was, vielleicht habe ich jetzt gerade zufällig. Da ist zum Beispiel ein Ding, eine Kralle habe ich jetzt noch nicht angemalt, klarerweise, aber ich kann das alles, ist alles magnetisiert, ich kann das alles anpassen. Das ist jetzt das Modell. Einfach wie gesagt umgebaut auf einen normalen Polter Dude. So, und zu guter Letzt das Skriptor. Ich weiß, alle Wiefzack werden jetzt sagen: Hey, Moment, das ist ja Blood Angel Skriptor. Nein, ist er nicht. Es ist ein Ultramarine Skriptor. So, ist ein ziemlich ein cooles Modell geworden. Gefällt mir sehr gut. Gut, dann jetzt. Sind die Modelle alle fertig? Das zoomen wir mal ein bisschen raus. Hoppaba, falsche Richtung. Und jetzt geht es an die lustigen 5, 3, 5, 6 Waffenoptionen. Ich glaube, das haben wir mal alles her, was jetzt da so auf mich zukommt. Da sehe ich gerade, da sind ein paar Rangwollen dabei. So, warte mal, das den Augenmodell nehmen wir wieder raus. Das ist das Xenos Blade. So, und ihr seht, das ist ein schöner Haufen an Waffen. Die Terminatoren-Schwerter habe ich schon geairbrushed, also die sind schon fertig, die muss ich nur mal die Waffen selber anmalen. Also ein ganz netter Haufen. Ich werde jetzt einmal checken, weil da ist, glaube ich, habe ich alles zusammengeschmissen. Ich bin nicht sicher, dass da jetzt dass ich da jetzt wirklich alles brauche. Aber ich werde jetzt einmal die Waffen aufteilen und dann tatsächlich die Waffenoptionen, was übrig bleiben von dem, was jetzt da am Haufen liegt, noch einmal herzeigen, bevor ich beginne zu malen. Und dann schließlich und endlich zeige ich euch, was ich jetzt dann als Bewaffnungen zu malen habe. Passt, bis gleich. Tatsächlich ist es jetzt doch etwas weniger, als wie auf dem Haufen gelegen ist. Was habe ich jetzt noch zum Malen? Ich fange da an, das ist das vom Bike. Dann der Black Shield, Faust und Kralle, dann die zweimal Terminatoren mit E-Schwert und Flammenwerfer. Dann zwar Schrapnellkanonen, einen schweren Flammenwerfer, viermal Inferno-Bolter.
Ein Hammer, zweimal Stocker, Schiemerpolter, einmal dreimal Schild, zweimal Schwert und einmal da noch die Klaue. Also hält sich ja eigentlich in Grenzen. Gut. Jetzt im Prinzip dasselbe Spiel wie bei den Modellen. Ich werde jetzt Schritt für Schritt die Non-Metal-Farben aufbringen, dann die Metal-Farben und dann schließlich werde das Ganze zusammenführen. Teilweise werde ich die Waffen verkleben, teilweise werde ich die Waffen sind eben die Waffen magnetisiert. Das zeige ich aber dann, wenn es soweit ist. Aber das mache ich morgen, weil jetzt ist irgendwie 1:45 in der Früh und jetzt geht es einmal schlafen. Passt dann bis demnächst. Es ist getan, die Non-Metal-Formen sind drauf. Im Prinzip ist es nur weiß, rot und blau gewesen, beziehungsweise die Siegel mit Sand. Ja, und jetzt an starten wir mit den Metal-Formen und traditionell mache ich wieder mit Gold den Anfang. Passt dann jetzt einmal Gold und dann sage ich wieder, wie weit ich bin. So, die Metal-Farben sind alle drauf. Silber, Gold, Kupfer, alles was dazugehört. Und das war halt ein ziemliches Mammutprojekt. Gut, jetzt werde ich noch mit diversen Farben ein bisschen nachbessern. Wie zum Beispiel Schwarz. Aha, da sehe ich gerade, da habe ich die silberne Hand vergessen. Gut, dass ich es selber noch umgemischt habe. Diverse Farben noch bessern, Schwarz, wo ich drüber geputzt habe, Blau, wo ich drüber geputzt habe und so weiter und so fort. Und dann werde ich das Ganze drybrushen. Und bevor ich das die Drybrush-Sachen dann an die Modelle umbringe, zeige ich euch das Ganze noch einmal. Passt. Dann sehen wir uns gleich. So, jetzt habe ich schon ein paar Bases vorbereitet inzwischen, da weil der Shader und alles zum Trocknen war. So, jetzt ist der Shader trocken. Jetzt kommt nur noch ein bisschen Necron Compound Highlighting und dann werden die Modelle zusammengebaut. Passt, sobald alle Modelle so fertig zusammengebaut sind, zeige ich es euch natürlich wieder. So, es ist vollbracht, tatsächlich geschafft. Die Modelle alle fertig. Insgesamt 21, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die Death Frag Cannons zweimal, viermal Infernum Bolter. Wo ist da der vierte? Ich habe ein Skript da gleich mitgemahlen, genauso wie da vorne das Modell vom eigentlichen Captain. Dann Spezialtypen, so wie er, mit dem Umhang. Mit dem Hammer, dann zweimal die Dermis mit dem Energieschwert, natürlich der Vanguard und der Black Shield. Dann das Bike. Ich muss sagen, das Bike ist meiner Meinung nach ziemlich cool geworden. Gefällt mir ganz gut in dem Farbschema. Ja, dann das. Und zu guter Letzt noch der Thermiskriptor. Ist auch ein ziemlich lässiges Modell geworden. Gefällt mir auch sehr gut. Gut, ihr seht, es steht jetzt ein bisschen Arbeit von mir. Die ganzen Bases ist eine ziemliche Menge. Ich habe jetzt gerade einmal beklebt. Das lasse ich jetzt einmal gescheit trocknen, dass ich es bearbeiten kann. Ansonsten, ja, das nächste Mal hoffe ich dann mit der Deathwatch,
dass ich irgendjemanden aufs Maul haue. In diesem Sinne, abonnieren, klicken, weiterempfehlen. Solltet ihr das heute noch anschauen, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich muss mir jetzt auch fertig machen. Es ist nämlich tatsächlich, ihr werdet es mal nicht glauben, ihr werdet es mir nicht glauben, aber es ist der 31. Nur um sämtliche, da 31. Dezember um 18:03 Uhr. Das heißt, ich bin tatsächlich in diesem Jahr noch fertig geworden. Und einen guten Rutsch auf jeden Fall, tut uns viel Safteln und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss, Papa.